Willkommen zurück zu Metro 2033, die PlayStation 4 Version, und ich bin bereit. Zur Waffenkammer, sofort! Was? Was? Okay, wir müssen also doch nochmal zur Waffenkammer, hätte ich das... Und jetzt geh dich ausrüsten. Zack, zack, du hast eine Minute. Ich glaube nicht. Wir waren noch in der Waffenkammer, oder haben wir da was vergessen mitzunehmen? Hör mal, Meister. Hör mal. Hör mal, Meister, Oder muss ich hier noch was kaputt schießen? Ah, ich muss wahrscheinlich da hinten auch die ganzen Tassen und Teller kaputt schießen. Aber das kann ja auch nicht Sinn des Spiels sein, oder? Dass ich jetzt hier alles plattballern muss. Das muss doch mal einer sagen. So. Das. Ganz gut. Ganz sicher, dass ich hier alles... Moment mal eben die Waffe weg. Aber die Dings sterben nicht irgendwie, die Figürchen. Ich glaube. Oh, nicht gut. Okay, die Waffe kann sogar heiß laufen. Aber woran sehe ich das denn? Können wir... Was ist denn jetzt hier? Kann man den mit dem... Also jetzt schickt er mich umsonst zurück. Ist denn sowas möglich? Das kläre ich jetzt. Komm her. Und hör auf zu fiedeln. Wenn ich gestorben bin, fiedelst du noch morgen. Und noch in 100 Jahren. Also jetzt hör mal, Meister. Hör mal, ich war in der Waffenkammer. Ich hab alles... So. Ich bin bereit. Ach so, ich... Ich habe auf Kreis gedrückt. Ich sollte mich was schämen. Bist du bereit? Dann los. Jetzt bin ich's. Ich habe die ganze auf Kreis gedrückt. Wie geil ist das denn? Oh, so hohl muss man mal sein, Reflex. Ja, so hohl muss man du mal sein. Du setzt dich da hin, Artyom. Und du, Eugene, setz dich da hin. Hat jemand irgendwas vergessen? Hast du jetzt endlich die Ausrüstung? Dann lass uns gehen. Hast du jetzt endlich die Ausrüstung? Ihr wollt nach Riga? Ja, genau. Könnt ihr mich mitnehmen? Ja. Klar, aber nicht kostenlos. Du musst dann und wann den Hebel bedienen. Geht klar. Boah, wie dann cool. Los. Ich komme mir gerade vor wie im Phantasialand. Oder wie im Movie World oder in Heidepark Soltau. Also gut, allen, die zu Hause bleiben, viel Glück und uns natürlich auch. Ich wünsche uns viel Glück. Bist du also bereit, endlich woanders hinzugehen? Ja, Artyom, endlich frei. Herzlich willkommen. Naja, zumindest für die Dauer der Fahrt. Es wird bestimmt Spaß machen. Oder gefährlich werden. Das wird noch besser, oder? Was macht der denn mit seiner Zunge? Ach, schade, ich hätte das jetzt gerne mal gesehen, wie wir da langfahren. Es war das erste Mal, dass ich meine Heimatstation verließ. Es machte mir Kummer, dass ich meinem Stiefvater nicht die Wahrheit gesagt hatte. Ich würde von Riga nicht direkt zurückkommen. Aber Hunter war auf mich angewiesen. Ja, dann schauen wir mal. Wo kommst du denn her? Riga, ich mache die Runde. Kaufe Waren ein. Ich wette, dann hast du schon ein paar Orte gesehen. Los. Der Markt kommt direkt nach Riga. Und das ist bereits eine große Metro. Ich habe regelmäßig Touren zu Pullis gemacht, aber man braucht inzwischen viel Glück, um dorthin zu kommen. Entweder das oder man muss von der Hanse sein. Wieso das? Die Hanse verbindet die ganze Metro und hat viele Stationen. Aber Außenseiter sind nicht willkommen. Und wenn es nicht die Hanse ist, musst du durch die Roten, die Faschisten oder die üblichen Banditen. Und die sind in letzter Zeit ziemlich übel geworden. Wenn sie nicht gegen andere kämpfen, führen sie untereinander Krieg. Das Schlimmste, was ich je durchstehen musste,
war die Sevastopolskaya. Genau genommen habe ich die wie Station cool gar nicht ist das denn? Plötzlich überkam mich die Angst und ich rannte nach vorne. Was passiert hier? Langsamer, Jungs. Peter, was ist los? Eine Militärkarawane ist bei der Alexejewskaja stecken geblieben. Ein Tunneleinsturz oder so eine Scheiße. Ihr müsst den Diensttunnel nehmen, der an der Alexejewskaja vorbeiführt. Ach Mist, ich hasse diesen Tunnel. Also gut, Peter. Öffne das Tor. Es gibt keinen Grund, hier ewig stehen zu bleiben. Wieso? Was ist denn mit dem Tunnel? Es ist ein normaler Tunnel. Vielleicht nicht gut beleuchtet. Ich bin letzten Monat da durchgegangen und ich mag ihn einfach nicht. Wer mag schon Tunnel, voll die dunkel sind? Wo man weiß, dass da Mutanten wohnen. Alla. Gute Fahrt. Wir fahren eine Draisine und sind bewaffnet. Wir werden also ankommen. Dankeschön. Was? 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 Das will ich gar nicht. Ach du Scheiße. Wollte schon gerade sagen, lad mal bitte nach. Wie cool ist das denn? Ey, das sieht so Bomber aus, das... Verdammt tut mein Kopf, ey. Ich hab ne Aspirin dabei. Was läuft denn da hinten? Wenn du mir hilfst, den Hebel zu bewegen, kommen wir schneller ans Ziel. Okay, Eugene, hilf dem Mann. Wir sollten schneller fahren. Acht auf den Bereich hinter uns, Adjo. Okay, alles klar. Klar, helf ich. Hinter auf euch? Auf diese Weise kommen wir schnell nach Riga. Wir sollten schnell von hier verschwinden. Es ist unheimlich, wenn Sie hier sind. Und mir tun Sie leid. Sie? Wer? Kannst du sie nicht weinen hören? Wen meinst du mit warum ist die Waffe jetzt so verschwommen? Wovon redest du da? Was ist mit dem los? Boris! 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 Hey, was? Was geschieht mit mir? Was? Mein Gott! Artyom! Was ist das? Ach du Scheiße, was ist das? Artyom! Hierher! Wenn wir überleben wollen, muss diese Bedrohung eliminiert werden. Um jeden... Nein, bitte nicht! Geh weg! Geh weg! Ah, es ist ein Pfeifen im Ohr! Aua! Geh weg! Du hast so große Arme! Deine Arme sind länger wie die Beine! Slender? Bist du's? Nein! Wer hat ihn denn erschossen? Das war doch mein Freund! Alter, was geht hier ab? Was? Ja, ist klar. Warum sollte ich auch mal bei einem Ego-Shooter Freunde haben, die mir helfen beim Schießen? Das ist so klar. Ah, okay, die schlafen nur. Was zum Teufel geht dir vor? Scheiße! Aufwachen, Leute! Aufwachen, um Himmels Willen! Boris! Boris! Wach auf, Boris! Scheiße! Das ist gar nicht gut! Was? 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 Knapp, fahr schneller! Ihr schießt! Ich bin in den Himmel! Wow! 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 Was? Hol mich, ich hab noch nicht mehr so viel Schuss! Was? Ach du Scheiße! Wow! Wow! Stirb! Artyom, nimm meine Schrotflinte! Ja, gib her! Wow! Okay, da haben wir einen. Was? Ein Passagier haben wir schon verloren auf der Reise ins Wunderland. Achso. Was? Ja, willkommen bei der Geisterbahnfahrt im Phantasialand. Ich begrüße alle herzlich. Spar dir die Munden. Ich muss doch wohl drauf schießen, du Esel.
spar dir die Munden. Ja, super. Wir sind fast an der Streckensperre. Sie ist nicht mehr weit. Ja, super. Super, ja, toll. Ja, toll. Ich werde sterben. Ich werde so sterben. Ich werde so... Ich werde so sterben. Was? Alter, was? Aua, Entschuldigung. Wo muss ich denn langlaufen? Hör auf zu schießen, ich bin's! Hör auf zu schießen! Erlebt! Komm hierher! Schnell! Uah. Nicht den Flammenwerfer benutzen! Gib ihm eine Chance! Lass uns ihn in den Arsch blasen! Ja. Das war heiß. Ich brauche etwas zu trinken. Ich brauche auch etwas zu trinken gleich. Die Riga-Station war nur der erste Halt auf meiner Reise. Aber die Karawane fuhr nicht weiter. Bevor sich also unsere Wege trennten, tranken wir auf unser Überleben. Der Wodka ertränkte meine Furcht, allein zur Podis zu reisen, allerdings nicht. Aber dann, zu meiner Überraschung, stieß ich auf einen Partner, mit dem ich nicht gerechnet hatte. Nastrovje. Jetzt bin ich mal gespannt, welcher Partner das ist. Schauen wir mal. Da bin ich jetzt echt mal gespannt. Alles klar, Jungs. Trinken wir auf unseren Freund Achom, der Monster und Anomalien gleichermaßen bekämpft. Auf, Achom! Auf dich! Ohne dich, Achom, wären wir wie Kohl zerfetzt worden. Du hättest einen Orden verdient. Oder wenigstens etwas extra, Mun. Hier. Nimm das. Oh. Auf dich. Vielen, vielen Dank. Achom, auf dich. Oh. Achom, bist du wirklich immun gegen diese Scheiße? Mal sehen, ob dieser Pilzwodka ihn umhaut. Okay, das müssen wir mal untersuchen. Hallo? Auf unser Glück. Ich bin Achom. Auf Achom. Ich bin Achom. Auf dich. Ja, ich bin auf Achom. Alter, wie viel saufen die denn hier? Ihr sollt nicht saufen, ihr sollt hier die Metro retten. Gibt's denn sowas? Der Wodka haut rein. Ja, ganz schön. Wem sagst du das? Der Tunnel zum Markt ist verschlossen und ich langweile mir zu Tode, während ich herumsitze. Wir sind durch eine Art unsichtbare Welle gefahren und wurden ohnmächtig. Als ich zu mir kam, jagte uns eine Horde Nosalis. Aber unser Freund Artyom war okay. Anscheinend hat der Tunnel keine Wirkung auf ihn gehabt. Daher schoss er auf die Viecher. Mann, ich weiß nicht mal, wie wir es zur Streckensperre geschafft haben. Ich trinke ebenfalls so netten Kerl. Auf Artyom! Gehen Sie zur Polis, finden Sie dort einen Ranger namens Millers. Das haben wir immer noch. Beschreiben Sie die Situation in der Messestation. Unterwegs finden Sie einen Weg aus der Station heraus, um die Reise zur Police fortsetzen zu können. Ja, das haben wir ja alles, aber ich hatte gerade, glaube ich, eine Notiz. Wie öffne ich denn nochmal die Notiz? Auf deine Gesundheit. Ja. Warte mal, Moment. Tagebuch. Die Riga-Station war nur der erste Halt auf meiner Reise, aber die Karawane fuhr nicht weiter. Bevor sich also unsere Wege trennten, tranken wir auf unser Überleben. Der Wodka ertränkte meine... Achso, das ist das, was er vorgelesen hatte. Stimmt. Überraschte mich ein Partner, mit dem ich nicht gerechnet hätte. Okay. Danke, Junge. Wegen dir kann ich jetzt eine Menge Drinks verkaufen. Oh. Da liegt Munition. Womit wir wieder Waffen kaufen können. Sehr schön. Die Jungs sind am Pennen. Was ist mit ihm hier? Na, du? Mein Zeug ist das Beste in der Gegend. Ist nämlich das Einzige in der Gegend. Ja. Du hörst dich auch ein bisschen so an, als würdest du selber saufen. Dann ist natürlich klar, dass es dein bestes,
Mein Zeug ist das Beste in der Gegend. Ist nämlich ja, das Einzige wissen wir. In der Gegend. Wer ist er denn da? Ich wollte erst sagen, das ist Bud Spencer, aber... Okay. Huch. Oh, ein Metrobuch. Haben wir wieder was zu lesen. So, Eintrag 1. Das, was war das? Seltsame Schatten und Stimmen, Geflüster, Gewimmer. Völlig geräuschlos und trotzdem hallt das Echo in meinem Kopf nach. Viele Tunnels der Metro werden mit schrecklichen Legenden in Verbindung gebracht, aber von so etwas habe ich noch nicht gehört. Und ich hoffe, dass so etwas nicht noch einmal vorkommt. Wir hatten unglaubliches Glück, dass wir lebendig entkommen konnten. Das stimmt allerdings. Unser guter Artyom kann nicht nur Gitarre spielen, sondern ich auch Klavier. Lass mich aus der da ist die Riga. Raus. Was interessiert es dich überhaupt, ob ich lebe oder sterbe? Das interessiert mich überhaupt nicht, Arschloch. Aber ich habe meine Befehle. Ja. Eben. Ich habe meine Befehle. Huch, wer bist du denn? Sind Sie Artyom? An der schwarzen Straße wartet ein Mann auf Sie. Für eine Patrone führe ich Sie dahin. Das ist natürlich cool, dass man so... Sind das jetzt... Ist das jetzt Nebenquest oder ist das jetzt, oder ist das jetzt Hauptmission? Ich möchte jetzt nicht wieder Kreis drücken. Ich probier's mal. Mund geben. Danke, gehen wir. Okay. Das wäre natürlich cool, wenn das noch so Nebenquests geben würde. Auf der schwarzen Straße. Mein Gott, bin ich wirklich so groß? Hallo? Ist das die schwarze Straße schon hier, oder? Mein Gott, sind die alle am Schnarchen. Warte, Junge, bleib hier. Lass mich nicht alleine. Du bist mutiger wie ich. Mein Gott, hier kann man sich ja verlaufen. Da hinten sitzt er. Also, ich gehe. Komm her. Du bist Artyom, richtig? Setz dich. Ja. Okay. Man nennt mich Bourbon. Hör zu. Ich muss zur trockenen Station, um Geschäfte zu erledigen, aber dieses Rattenloch ist abgeriegelt. Ich kenne jedoch eine sogenannte verfluchte Passage, vor der man hier Angst hat. Aber wie ich gehört habe, wirkt die Scheiße in den Tunnels bei dir nicht. Du kannst mir also dorthin helfen und ich gebe dir meine AK, wenn wir dort sind. Abgemacht? Gut. Hier ist eine Vorauszahlung für den Fall, dass du dich erst ausrüsten musst. Bist du bereit? Darf ich mich auch entscheiden? Okay. Das ist cool. Ich glaube, ich weiß es gar nicht, ob das jetzt Hauptmission ist oder neben, weil wir mussten ja eigentlich zu Riga. Nein, wenn ich das jetzt... Achso, ich kann jetzt mein Dings nicht auswählen. Wir mussten ja eigentlich zu Riga. Und wir müssen aber noch diesen Millers finden. Ich werde das mal jetzt annehmen und dann schauen wir mal, was passiert. In diesem Mistloch zu hocken ist nutzlos. Oh, ist das geil. Ist das geil. So. Die Munition immer mit, die er uns gegeben hat. So. Achso, ich hätte natürlich jetzt auch, weil er sagte, ich hätte mich noch ausrüsten müssen. Ich hätte natürlich jetzt auch erst zur Moon Station laufen können oder zum Munitionsreservoir. So. Da bin ich ja jetzt mal gespannt. Wir werden hier wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich wie so eine kleine Hub-Welt, wo wir wahrscheinlich immer wieder zurückkommen. Mir fällt gerade auf, es ist doch ein bisschen hell an einigen Stellen. Man fängt auch noch an zu singen. Aha. Eine Kiste. Thank you.
Huch, hallo. Aje, aje. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Als ich mit Norton den verlassenen Tunnel betrat, fragte ich mich, ob es falsch gewesen war, ihm zu vertrauen. Aber die Stationstore waren noch immer geschlossen und es war nicht abzusehen, wann ich sonst da wegkäme. Es war nicht abzusehen, wann ich sonst da wegkäme. Klasse, wir sind raus. Jetzt halte deine Augen offen, die Fahrt ist vorüber. Es sind schon viele Typen in diesen Tunnels gestorben, aber wenn wir uns gegenseitig decken, kommen wir durch. Moment mal eben, ich muss mal eben ganz kurz was schauen. Ha, so macht das doch noch viel mehr Spaß, wenn es noch dunkler ist. Wir haben ja auch übrigens ein Feuerzeug. Was? Ich habe gar keine Munition. Ich hätte mich mal vielleicht mal ausrüsten sollen. Ach, nur ich bin ja lustig. Die greifen nur selten Personengruppen an. Aber wenn du alleine bist, musst du aufpassen. Ich glaube, ich werde da mal Pilze pflücken, während du da die Arbeit erledigst. Ich bin ja ulkig. Ich laufe ja einfach los ohne meine... Alter. Ich gehe einfach los, ohne Munition vorzukaufen. Was ist denn hier mit... Wie war das denn jetzt nochmal mit... Ich muss jetzt nochmal ganz kurz schauen. Ah, okay, noch. Na super, das ist ja eine ganz tolle Lichtquelle, Reflex. Ganz tolle Lichtquelle. Die bringt's jetzt auch. Habe ich denn keine... Wie war denn nochmal... Verdammt, nee, so war Waffen wechseln. Ich bin schon wieder ganz durch... Da war Ducken. Huch. Nee, das war... Hä? Wie war denn nochmal dieses Menü mit der Gasmaske und alles? Ich hab's... Moment. Ich hab schon wieder alles vergessen. Herzlich willkommen zum Metro-Menü-Let's Play. So, Ausrüstung und Inventar L1. Ist es jetzt, wenn ich das richtig sehe? Ja, Ausrüstung ist... Ach, ja, stimmt, gedrückt halten. So war es gewesen. Nee, aber ne... Das war mein Magen. Ich hab Hunger. Doch, Taschenlampe ist oben. Ah! Ah! Doch, wir haben eine Lampe. Die wird doch wahrscheinlich auch irgendwie was brauchen, oder? Denke ich mal, ne? Batterie oder sowas. Weil das wird ja nicht ganz ohne funktionieren. Ah, jetzt sehen wir wenigstens ein bisschen mehr und ist auch cool. Schöne Stimmung. Darf ich mich ein bisschen umsehen, bevor du... Ja, geh du mal weiter. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ein bisschen Schiss auch vom Spiel. Weil angeblich sollen ja auch... Was? Was? Da bewegt sich was im Schatten. Ich habe ein bisschen... Muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe ein bisschen, weil angeblich sollen auch Schockmomente kommen. Hallo? Alter, geh weg! Wer bist du denn? Ob ich dich süß? Alter, darf ich mich hier nicht umsehen? Vielleicht gibt's doch hier was zu sammeln. Alter, seid ihr verrückt? Was? Oh, jawohl. Was ist das? Was war das denn auf dem Bildschirm gerade? Was ist das für eine Wumme? Ist das eine Flinte? Sieht aus wie ein Flammenwerfer, oder? Pumpe deine Luftdruckwaffe auf. Halte L1 gedrückt, um das Ausrüstungsmenü... Ach, ich muss das auch noch pumpen. Wie geil ist das denn? Ich werde mal... Nee, die Acker-Dings will ich nicht... Nee, die Flinte lege ich auch nicht weg. Aber ich will den Revolver nicht loswerden. Nee, ich lasse die Scheißwumme hier liegen. Komm. Nee, komm. Der Revolver ist schon gar nicht mal... Ach, damit bewegen wir uns aber auch langsamer. Wer hätte das gedacht?
So. Gib weg, ihr scheiß Fliegen. Was war das denn? Was, wie bitte? Letzter Speicherpunkt laden? Ja. Ja, liebe Leute, ich würde sagen, ich lade mal eben den. Was ist das denn? Das war eine Falle. Sowas gibt's auch? Das... Da lag jetzt aber wirklich nur diese zum Pumpen, diese Fallgeschosswumme da. Okay, die lasse ich jetzt einfach mal links liegen. Ich würde sagen, wie es hier weitergeht, es ist cool, ich find's total geil, ich find's klasse. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder einschaltet beim nächsten Mal, beim Metro Let's Play Folge 3, glaube ich, müsste es dann sein. Schaltet das nächste Mal auch wieder ein, ich würde mich freuen. Also, macht's gut, ciao!